Ja, gut, an dieser Stelle erstmal wieder willkommen zurück bei einer weiteren Folge Long Dark. Wie ihr seht, ist es wirklich sehr, sehr dunkel, denn wir sehen nichts. Ich sollte lieber erstmal die Feuertonne anmachen. Ja, ich meine, immerhin sind wir hier ja im Trautenheim und wie mir so schön sagt, Glück allein und das nur für uns. Ja, ich habe mir jetzt ja so ein bisschen Gedanken gemacht, wie denn alles jetzt weiterlaufen wird. Ich hatte mir wirklich vorgestellt, wir bleiben jetzt erstmal eine ganze Zeit lang hier, jagen den ein oder anderen Hirsch, craften uns. Naja, hinten, wie man schon sieht, aus den, ja, Sachen, Rehhäuten, Dingsbumshäuten, einfach so ein bisschen mal Rüstung etc. Ich muss natürlich, wenn wir wirklich länger survival wollen, überlegen, wie ich es denn jetzt handhaben werde. Wobei wir, das machen wir so. Also wir rufen erstmal das Inventar auf. Und das Holz müsste perfekt hier auf dem Boden gestapelt sein. Sehr schön. Oh, unsere Decke bleibt hier. Und sind wir müde? Ja, gut. Schlafen wir erstmal ein bisschen. Ist ja jetzt nicht so wild, ist ja heute auch nicht so hetzig mit dem Schlafen. Immerhin kann uns hier drin ja nicht das Feuer so wirklich ausgehen. Sterben sollten wir eigentlich auch nicht. Naja, außer die Tatsache, dass wir durstig sind. Das ist ja auch so eine Sache mit unserem Typen. Ach hey, wir müssen ja auch erstmal wieder was abkochen. So, natürlich erstmal einen Liter zusammenschmelzen. Haben wir noch eine Sturmlampe mit Öl? Das würde mich interessieren, ob wir oben noch eine Sturmlampe mit Öl rumstehen haben. Oder ob wir die mitgenommen haben. Das ist halt jetzt schwierig. Aber ich glaube eh, dass wir hier die ein oder andere Sache vergessen hatten. Ach genau. Das können wir eigentlich auch noch schnell machen. Nee. Genau. Nee, hat es gerade einfach wieder weggelegt. Natürlich das Regaren. Das Problem ist, wir haben hier, glaube ich, keinen Kühlschrank. Ja, gut. Ein Kühlschrank wäre ja auch zu schön gewesen, wenn wir den hier jetzt auch noch hätten. Zusätzlich zu allem anderen, was hier so rumsteht, natürlich noch ein Kühlschrank. Perfekt, was will man mehr? Naja, ich bin ich und ich möchte immer mehr. Erstmal kurz anmachen, um uns wieder so ein bisschen zu orientieren. Ihr seht ja, hier geht es teilweise auch tief runter. Ah, naja, mit einer Bügelsäge könnten wir die Lampe zerlegen. Wollen wir aber nicht. So. Leer, leer, leer. Schublade. Ah, okay, da war nämlich... Nee, haben wir noch gar nicht durchsucht. Interessant. Interessant. So, die können wir jetzt auch erstmal wieder löschen. Denn wir rufen jetzt erstmal das Inventar auf und ja... Fangen hier an, so ein bisschen unser Zeug reinzulegen. Ja gut, so viele werden wir jetzt auch nicht brauchen. Notfallspritze brauchen wir auch nur eine. Schmerzmittel nehmen wir auch mal nur immer ein bisschen mit Verbände. Genauso hat den Hintergrund, dass wir dann vielleicht nicht ganz so ausgelastet sind. Und ich meine, wir bleiben jetzt etwas länger hier. Da sollte das überhaupt kein Problem sein. Ach, können wir auch einfach so machen. Vor allem krass, wenn du einfach mal überlegst, wie viele Streichhölzer wir dabei haben. Wobei ich mir schon echt vorstellen könnte, wenn du sie dann plötzlich nicht mehr dabei hast, ist es scheiße. So. Ah, okay. Wir haben sogar noch ein paar Jeans-Sachen. Oh, oh, auch neue Jeans. Schön. Ach, wartet. Hier legen wir dann auch mal unser Essen rein. Ach, Quatsch. So, Essen... Ja, ein Dosenöffner reicht im Allgemeinen auch. Den Werkzeugkasten brauchen wir dann auch nicht mehr unbedingt jedes Mal mit uns rumschleppen. Nee, es hat genauso wenig. Die Schlinge können wir draußen eigentlich mal anbringen und einfach zu gucken, wie es dann jetzt mit den Dingern so läuft. Signalpatrone, die heben wir uns auf. Die Brechstange würde ich auch mitnehmen. Mehr weiß ja nie, wann mein Auto aufbrechen muss. Selbst hier im Spiel ist es natürlich immer so eine Sache.
Stoff können wir eigentlich auch alles reintun. Wenn wir ja hier unsere Sachen reparieren, getrocknetes Leder genauso. Ja gut, und den Rest, den wir haben... Oh, die Axt müssen wir auch mal wieder schärfen. Ja. Ja, mit den Klamotten ist es halt so eine Sache, die lege ich. Aber erstmal... Ach, Quatsch. So machen wir das. Die Klamotten, die wir nicht anhaben, lege ich hier erstmal auf den Boden. Die zerlegen wir später. Das machen wir jetzt nicht. So. Und schwuppsiwupps sind wir auch schon sehr, sehr viel leichter als vorher. Schlafsack können wir auch hier lassen. Wir werden nämlich ab jetzt immer zum Schlafen auch hierher kommen. So, dann wird's Tag. Dann können wir uns, naja, sagen wir mal, mit Essen ausrüsten, mit Trinken ausrüsten und dann gehen wir auf die Jagd. Ich muss nur ein bisschen schauen, weil heute der Ausschlag meines Mikrofons nicht so ist, wie er normalerweise sein sollte. Das verwirrt mich ein bisschen. Wobei in anderen Momenten ist er wieder genauso wie sonst auch, also... Ich weiß manchmal nicht, was ich von diesem Aufnahmetool halten soll. Aha, aha, aha. So, die bauen wir dann hier auch erstmal nicht mehr. Dann können wir uns ja das Gewehr schnappen. Ach, Quatsch. Wo geht's denn hier aus? Warum ist es überhaupt noch so dunkel? Sollte es nicht Tag sein? Tagsüber sollte es doch viel heller sein. Ach ja, okay, mir fällt gerade auf, warum mein Ausschlag heute nicht so hoch sein könnte. Ich sitze ein bisschen weiter vom Mikrofon weg, einfach um nicht ganz so hart zu übersteuern. Jedenfalls hoffe ich, dass es funktioniert. Und von der anderen Seite her liegt meine Kleine nämlich im Hintergrund. Gott, ey, ich habe gerade gedacht, was ist denn jetzt los? Die Sache ist jetzt... Gehen wir jagen oder gehen wir erstmal Holz ranschaffen? Ich weiß, normalerweise wären wir in der Bauernhütte, in der anderen, besser bedient gewesen. Da einfach ein bisschen mehr Platz ist, wir uns ein bisschen besser hätten einrichten können. Wobei, die Sache ist jetzt, packe ich alles wieder aus und wir laufen schnell darüber. Nee, wir bleiben jetzt erstmal ein bisschen hier. Vom Prinzip her ist es ja eigentlich egal, wo wir sind. Weil zur Not, wenn wir keinen Stauraum mehr haben, legen wir es einfach auf den Boden. Was soll denn der Geiz? Was soll denn der Quatsch? Wir müssen nur schauen, dass unsere Axt nicht kaputt geht. Schärfen wir gerade einmal noch. Es dauert ja nicht so lange. So. Ja, Essen... Denke ich mal, müssen wir eher nicht besorgen. Wir haben ja noch ein bisschen was von dem Hirsch da. Wie gesagt, ich besorge jetzt erstmal Holz. Erst einmal ein bisschen Holz. Wo genau wir auch jetzt im Endeffekt das Holz herbekommen, ist irrelevant. Hauptsache, wir haben einfach was. Stöckchen müssten wir normalerweise auch alle auf den Boden legen können. Also ich hoffe zumindest nicht, dass in diesem Spiel Gegenstände despawnen. Sollten Gegenstände despawnen, wären wir halt mehr oder minder nicht wirklich im Arsch, aber es wäre ärgerlich, da wir jetzt ja wirklich ein paar Sachen jetzt auch schon einfach auf den Boden gelegt haben. Can't feel my feet. Ja. Das ist ja, okay, minus 5 Grad ist schon eklig. Ich muss ja selber zugeben, ich war ja heute... Zum Beispiel auch wirklich mal in der Kälte, also Schrägstrich Kälte draußen unterwegs. Wir waren tagsüber, was glaube ich gerade so 0 um den Gefrierpunkt rum und abends wurde es schon so minus 2, minus 3. Und ich muss schon sagen, wenn du jetzt nicht unbedingt so dick angezogen bist, ist es schon eklig. Vor allem je länger du draußen bist, desto ekliger wird es ja auch. Das ist ja nicht so, dass du, keine Ahnung, du hast was an und dann bist du einfach für die nächsten 10 Jahre geschützt. Sondern der Scheiß ist ja auch irgendwann echt durchgefroren. Ach, wir können ja wieder rennen. Also mir ging es jedenfalls so. Ich glaube, aktiv nach 2 Stunden war mir so widerlich kalt gewesen. Boah. Die, if I don't warm up soon. Ja, alles gut. Wir... Ja doch, er stirbt wirklich bald.
Haben wir irgendwelche Sachen ausgezogen, die wir vorhin... Ich weiß nicht. Ach, okay, unsere Mütze ist noch warm. Mitten warm, klar. Nee, unsere Mütze ist noch kalt. So, und die Axt sagt was? 22%. Ja gut, das heißt natürlich, wir uns übergeben uns jetzt erstmal wieder zurück in die Hütte, lagern unser ganzes Zeug aus, wärmen uns auch ein bisschen auf. Wobei man sagen muss, es ist leider Gottes auch noch windig und Wind macht es ja immer ein bisschen schlimmer. Something's gotta go. Warum muss irgendwas weg? Oh, weil du 4 Kilo zu viel trägst. Vorher, mein Freund, bist du noch eine ganze Zeit lang mit 12 Kilo zu viel rumgelaufen, hast nicht so gemeckert. Vor allem, das hört sich schon echt eklig an, also dieses ganze Gequietsche und, Geknarre hier. Okay, gehen wir doch lieber wieder in die Hütte. Gehen wir doch lieber wieder in die Hütte. Ich meine, wir haben da drin jetzt ja eh ein bisschen was vor uns. So, sieht nicht so aus, als würde es decayen. So, ach genau, guck mir hier. Ich will sie mal nur kurz anzünden, um zu gucken, ob es auch wirklich alles hier ist. Ja, doch, sieht fast so aus, als wenn da wirklich alles rumliegt. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, es wäre auch ein bisschen mies, wenn bei einem Spiel wie Long Dark, wo es wirklich darum geht, dass du einfach sammelst und craftest und machst und tust und dann irgendwie das Spiel... Oh, eine Gewehrpatrone. Schön, die habe ich gerade gesehen und die wollte ich haben. Wenn das Spiel dich selber plötzlich daran hindert, einfach das Spiel so zu spielen, wie es möglich ist. Weil jetzt ganz ehrlich, es ist ja, so ein Spiel ist ja darauf ausgelegt, dass du sammelst und hortest und machst und tust. So, dann müssen wir uns eins von den Nähkits wieder mitnehmen. Also die natürlich erstmal umlagern, alle umlagern und das da. So, jetzt schneiden wir mal wieder ein bisschen an unserem Zeug rum. Gucken wir erstmal, ob wir theoretisch was haben, was wärmer wäre. Definitiv nein. 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 Also wenn man es genau nimmt, sind wir schon brutal ausgerüstet. Okay. Ich denke mal, die könnten theoretisch besser sein. Aber die geben uns halt auch noch andere Sachen zu. Okay, das wäre im Allgemeinen wärmer. Müssen wir uns mal so im Auge behalten. Ja, gut. Da können wir nichts mehr in den Schuh haben mit theoretischer Wanderung. Besser als barfuß herumzulaufen, wenn auch nicht viel besser. Gut, das heißt, theoretisch können wir erstmal alles zerlegen. Genau. Nachdem wir alles so mehr oder minder zerlegt haben, ja, rüsten wir uns komplett wieder auf, tun selber uns mal so ein bisschen mehr flicken. Zum Glück habe ich mich gerade nicht versprochen und habe flicken gesagt. Heute ist nämlich auch wieder so ein ganz toller Tag des Liam Sinister Ich verspreche mich Marathon. Ihr glaubt nicht, was für Dinge ich heute schon rausgenommen habe. Das Problem bei mir ist, manchmal arbeitet mein Gehirn sehr viel, meine Zunge natürlich sehr viel schneller, als mein Gehirn arbeitet. Ich will zwei Dinge nacheinander sagen und anstatt ich sie nacheinander sage, sage ich sie einfach gleichzeitig.
Und dann kommen die seltsamsten Wortmixe heraus. Ich glaube, das ist mir im Let's Play auch schon ein, zwei Mal passiert. Hier, ja, ich weiß jetzt auch gar kein Beispiel, was ich so wirklich einfach mal sagen könnte. Das manchmal einfach wirklich so dämlich ist und so völlig random. Oh, unser Typ trocknet gerade wieder aus. Wir haben, glaube ich, nichts mehr zu trinken dabei. Nö. Und nein, falls man das Magenknurren gerade gehört hat, das war nicht in-game, meine Freunde. Das war real life. So. Quatsch. So, perfekt. Es geht viel schneller und wir sind nicht so lange so durstig, wie wir sein sollten. Vor allem, ich finde es auch echt witzig, dass da überall Heuballen rumstehen und wir können alles Mögliche zerlegen. Schränke, Gardinen, Flur, irgendwas. Aber, und das wird witzige, aber sowas wie die Heuballen können wir nicht zerlegen. Weißt du, sowas, was völlig logisch ist, dass du einfach da hingehst, hier ein bisschen von dem Heuschnaps drauf wirfst, damit schneller brennt. Nee, das ist natürlich nicht logisch. Aber natürlich, ja, what? Aber natürlich sowas wie, ich zerschneide einfach mal den Metallschrank. Sowas ist natürlich völlig logisch. Sag ich ja, heute ist wieder Versprechermarathon. Come on. Vor allem, es hat doch noch nie so lange gedauert mit dem Feuer machen. Ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt, wir machen jetzt seit anderthalb Minuten Feuer. Also bitte nur mal, also in real life, boah, das Ding, ich guck's nur an und das brennt. Ja, ungefähr geht's mir so, wenn ich eine Kirche betrete. So. An alle Menschen, die natürlich jetzt eben die Kirchgänger sind oder so, nein, ich hab euch nicht beleidigen wollen. Ich hab einfach nur meine persönlichen Probleme mit der Kirche. Aber das ist ja bei jedem irgendwie immer ein bisschen anders. Es gibt Leute, die haben keine Probleme, es gibt Leute, die haben Probleme, es gibt Leute, die gehen in Flammen auf, sobald sie eine Kirche betreten. Tut mir leid, das. Wir sind auch schon wieder müde, echt strange eigentlich. Okay, es ist gegart, sehr schön. Achso, das war eh nur das halbe. Ich hab grad gedacht, wieso bringt denn das so wenig? Was ist da jetzt los? So, jetzt schauen wir mal. Nach unserem Zeug. 16%, 28%. Naja, das geht ja. So, zerlegen wir oben noch ein bisschen. Und ich denke, wir legen uns dann noch zwei Stunden aufs Ohr. Ich sag ja, heute Tag des Versprechens. Ach genau. Die wollten wir dann auch noch schärfen, bevor wir wieder rausgehen. Na Quatsch, jetzt wird natürlich erstmal wieder repariert. Dazu brauchen wir das auch. Brauchen wir nicht reparieren? Oh, die ist aber ganz schön mitgenommen. Die ist aber ganz schön mitgenommen. 3 Stunden Tageslicht übrig. Ja gut, bei Nacht. Ach, stimmt ja, dieses ganze Zeug auseinandernehmen dauert ja auch ewig. Ich denke mir so, wo ist denn der ganze Tag jetzt hin? Aber es geht mir oft so. Ja, komm, vergiss halt drauf zu drücken, Mann. Invention D. Ich finde es auch irgendwie logisch, dass die Hosen, die du über den anderen Hosen trägst, eher kaputt gehen, als die Hose, die du unten drunter hast. Da muss man dem Spiel schon zugute halten, sind sie doch sehr, sehr logisch. Okay, die brauchen wir eigentlich schon nicht reparieren. Ja gut, die Socken können wir stopfen. Das bringt schon was. Von wir kommen irgendwie nicht mehr aus diesem kaputten Zustand raus. Crosses haben wir. Crosses. Accessoires. Ich rede gar nicht. So, die sind eigentlich ganz gut. Aha. Das heißt, eigentlich können wir auch wieder anfangen, Zeug wegzulegen.
Ja gut, ja. Ob wir die jetzt mit uns rumtragen oder nicht. So. Können wir noch auf die Sachen gehen? Ich denke mal, zum Schärfen braucht er ja bestimmt kein Tageslicht, oder? Ansonsten müssen wir unten Feuer machen, damit wir weiterarbeiten können. Nee, wir können auch in der Dunkelheit schärfen. Sehr schön. Also wir können alles in der Dunkelheit machen. Nee, wir können nichts in der Dunkelheit machen, außer Waffen schärfen. Ist auch ziemlich... Da muss ich jetzt mal schon sagen, das ist ziemlich logisch, dass du in der Dunkelheit eine Klinge schärfst. Ich meine, ist ja nicht so, als wenn du abrutschst und auf einmal ist der Finger halt irgendwie weg. Yeah. Da habe ich das Beil hingeworfen. Das können wir weg. Ja, gut. Das können wir eigentlich ein bisschen weitermachen. Gut. Müde, warm, Appetit. Aber die Axt ist natürlich mitunter die beste... Naja. Ist, ja, der beste Freund des Holzfällers. Ich wollte gerade sagen, des Survivalers. Aber ich vermute mal einfach, dass der beste Freund des Survivalers immer noch Trinken und Essen ist. Ich meine, so eine Axt ist zwar schön, kannst du Holz hacken, hast du Feuerholz, ja. Ich habe mir jetzt einfach mal überlegt, wie lange wir jetzt einfach schon an dem Ding rumschleifen. Okay, wir machen so mal auf 90%. 90% ist an für sich okay. Ja, doch, das passt. So, jetzt nehmen wir das Gewehr nochmal zur Hand. Was ich auch eine sehr, sehr interessante Wendung des Ganzen finde, ich hatte damals ja schon nicht unbedingt Long Dark gespielt. Ich habe mir mal ein Let's Play dazu reingezogen. Da wusste ich noch, naja, wie war das genau? Du brauchtest Zedernholz. Zedernholz, um das Gewehr zu reparieren. Also wenn das Gewehr ziemlich kaputt war, brauchtest du definitiv Zedernholz. Ansonsten warst du am Arsch. Du konntest dieses Ding einfach nicht mehr reparieren. Und hier finde ich es jetzt ziemlich logisch, dass du einfach die Waffe, also den Zustand der Waffe erhöhst, dadurch, dass du das Gewehr reinigst. Ich meine, wenn der Griff gebrochen ist, dann hilft auch das Reinigen nichts mehr. Ja, dann hilft das Reinigen nichts mehr. Aber trotzdem, nur weil du mit dem Gewehr schießt, geht ja nicht zwangsläufig der Griff kaputt. Also jedenfalls könnte ich mir das nicht wirklich vorstellen. Also müssen wir nochmal in unsere Essenstheke, die hier unten ist das Essen drin. Jetzt pfeifen wir uns das Zeug nochmal rein. Dann geht's erstmal ein bisschen in die Haie. Naja, komm, die können wir ja nochmal pennen. Die können wir nochmal pennen. Hunger ist sogar noch nicht mal so schlimm, aber wir sind immer noch müde. Macht nichts. Wir gehen nämlich jetzt erstmal ein bisschen raus, wieder Zeug farmen. An dieser Stelle nochmal kurz gucken. Unser Häufchen ist noch da, gut. Das ist auch noch da. Mittlerweile trocknet das ziemlich schnell und gut vor sich hin. So. Denn spätestens in 5 Minuten oder so müsste ich eh wieder hierher speichern. Und ja... Speichern macht mir ja während dem Schlafen automatisch. Ich muss nur den Ausgang finden. Sehr schön. Danke, dass Sie mir den Ausgang zeigen. Sie sind ein gutes Gewehr. Hm.
Ladebalken, Ladebalken. Ich meine, ein Hirsch ist da noch. Und solange dieser eine Hirsch da noch rumwandert, ist es okay für uns, solange haben wir Essen. Aber ich will immer noch irgendwie diesen Ahornschößling. Ich müsste vielleicht wirklich mal im Internet gucken, wie ich an diesen Ahornschößling komme. Und bis dahin müssen wir natürlich gucken. Warum ist es minus 19 Grad gefühlt? Wir sind doch angezogen. Ist es echt so kalt geworden? Boah, schon übel. Wenn wir jetzt mal überlegen, 5 Minuten in der Kälte. Also Ingame-Zeit in der Kälte. So. Cold. Ich weiß, wir gehen ja auch gleich wieder rein. Ich weiß immer noch nicht, wo ich diesen Ahornschößling herbekomme. Sollte ich aber auch nicht unbedingt jetzt alle 5 Minuten erwähnen, dass ich nicht weiß, wo ich dieses Ding herbekomme. Oder findet ihr das interessant, wenn ich sage, ich weiß nicht, wo ich den herbekomme? Das Problem, das ich jetzt sehe, wenn wir hier längerfristig bleiben wollen, ist, dass da vorne nur ein Hirsch noch ist. Der streift da irgendwo rum jedenfalls. Ist er gerade da noch rumgestreift. Oh, ein Wolf. Gut. Ja, da haben wir zu dick, da habe ich zu dicke Eier gerade bekommen. Verdammt! Verdammte Scheiße. Mit einem verstauchten Handgelenk kannst du die Waffe nicht benutzen. Nice! Okay, da muss ich sagen, da habe ich gerade zu dicke Eier bekommen. Ich habe nämlich gedacht, dass der gerade auf uns zurennt und dann schlägt der nochmal so eine Hacke. Habe ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Unser Zeug ist noch da. Oh fuck, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hatte eigentlich wirklich gehofft, dass der geradewegs auf uns zukommt. Dann wollte ich ihn noch über den Jordan ballern. Weil wie man sieht, geht uns langsam auch das Essen aus. Das sind noch 3 Fleischstücke, jeweils 1 Kilo. Das sind 800 Kilokalorien, glaube ich. Ist jetzt auch nicht mehr die Welt. Ich glaube, Schmerzmittel brauche ich. Schmerzmittel und ein Verband. Okay, es ist theoretisch nur das Verstauchte. Aber unsere Kleidung hat irgendwas, hat unsere Kleidung auch bös runtergerobbt. Geil, erstmal alles repariert und dann. Ja. Nice, die Schuhe. Geil. Schuhe will ich noch reparieren, das vergesse ich sonst eh. Okay, trockener Mund und hungrig. Und schläfrig. Ist okay. So. Ach, Quatsch. Jetzt erstmal doch wieder Essen mitnehmen. 2 Stück. Ja. Und das, meine Freunde, bedeutet natürlich für uns morgen in der nächsten Folge. Werden wir dann auch essen müssen. Morgen in der nächsten Folge... essen müssen. Geil. Man merkt überhaupt nicht, dass ich müde bin. Ich meine natürlich, morgen in der nächsten Folge werden wir dann uns auch nach draußen begeben müssen. Ja. Um Essen zu finden. Hier... haben wir auch nämlich wieder ein bisschen.
liegt hier das ganze Zeug wieder rum. Und naja, wir legen jetzt erstmal hin und ruhen uns aus. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß, macht's gut und haut rein. Bis zur nächsten Folge von The Long Dark. Ciao.